Die Edition Fundamental in Köln-Nippes. Richard Müller, Jahrgang 1946, ist Setzer, Drucker, Binder und überdies Besitzer dieses Kleinverlages. Ein klassischer Einmannbetrieb, der seine Nische gefunden hat in der kommerziellen und hochtechnisierten Massenproduktion von Druckerzeugnissen. In der kleinen Werkstatt scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Richard Müller fertigt im Handsatz ein überschaubares Verlagsprogramm. Lyrik, Kurzprosa und visuelle Poesie. Pro Jahr 5 bis 6 Titel in 100er bis 300er Auflage. Handsetzer kamen immer schon mit wenig Arbeitsgerät aus. Winkelhaken, Setzschiff, Aale, Pinzette, Kolumnenschnur. Rechts vom Setzkasten das Regal mit einem Teil des Blindmaterials, und zwar dem Durchschuss. Er sorgt für den richtigen Abstand zwischen den Zeilen. Dazu gehören die schmalen Regletten und die Hohlstege. Diese dienen zum Ausfüllen größerer Leerräume innerhalb des Drucksatzes. Das Blindmaterial ist etwa 1/7 niedriger als die Schrift. Richard Müller über seine Schriften. Das sind verschiedene Schriften und verschiedene Schriftgrade. Ich habe so mehr so klassische Schriften, also eine Grotesk als Futura Erba, dann eine Antiqua, die Trajanus zum Beispiel. Dann habe ich Ägyptienne, nennt man die eine Schrift, das Candida. Und so bestimmte Richtungen, die ich auch nicht wechsle. Das heißt, dass ich dann da immer dazu kaufe, damit das Bild des Verlags und das Bild der Produkte erhalten bleibt. In Richard Müllers Werkstatt ist es, zumindest räumlich, vom Setzkasten über die Presse bis zum fertigen Produkt kein weiter Weg. Der Verlag besteht seit 1984. Richard Müller über seinen beruflichen Werdegang. Ich habe 1961 in Fulda Schriftsetzer gelernt, von 61 bis 64. War dann in Itzehoe als Layouter und Offset-Lithografie habe ich dort gemacht. Dann nach Hamburg gegangen und dann habe ich in Köln studiert, freie Grafik und Typografie an der Fachhochschule in Köln. Das Setzen von Hand ist eine Wissenschaft für sich. Die Buchstaben liegen nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern die am meisten gebrauchten, in größeren Fächern, der Hand am nächsten. Großbuchstaben hingegen liegen alphabetisch geordnet in den beiden oberen Fächerreihen. Beim Erweitern der Zeile, wenn also Zwischenräume gesetzt werden, gibt es bestimmte Regeln. Vor gemeinen, also das sind Kleinbuchstaben weniger und bei Versalien etwas mehr, nach dem Komma, Satzzeichen weniger und so weiter und so fort. Und beim Verringern ist es genauso. Also umgekehrt nur. Mit schlafwandlerischer Sicherheit und dem Fingerspitzengefühl jahrelanger Erfahrung greift Müller in den Setzkasten. Da gibt es ein Fachwort und das heißt der gute Griff. Das heißt, dass man, nachdem man das Manuskript gelesen hat, sofort erkennt, welchen Buchstaben man nimmt und wie er liegt, um ihn dann zu drehen oder nicht zu drehen, Winkellagen zu setzen. Zurzeit arbeitet Richard Müller an einem 60-seitigen Band von Dieter Hüss, einem in Köln lebenden Autor aus dem Allgäu. Land meiner Väter, so der Titel der vorliegenden Arbeit. Auf den Winkelhaken passen nur wenige Zeilen. Richard Müller hebt diesen Teilsatz aus und stellt ihn auf das Setzschiff. Dass man das mit dem richtigen Griff aushebt, weil es nämlich sonst zusammenfällt. Das ist eigentlich ein Problem dann, aber das passiert selten. Ja, dann gucke ich, ob die Zeilenabstände schon so stimmen, also wenn es kompress gesetzt wird ohne Zwischenraum, oder ich mache die Zwischenräume mit Regletten dazwischen und bringe ihn auf die Höhe vom Satzspiegel. Das nennt man eigentlich Umbruch in dem Sinne.
Der Setzer verwendet hier als Schrift Trajanus. Der Schriftgrad 12 Punkt, also die Größe der Buchstaben, entspricht 4,5 mm. 10 oder 12 Punkt werden auch Brotschriften genannt, da die Handsetzer früher mit diesen beiden Schriftgraden hauptsächlich ihr Brot verdienten. Mit geübtem Griff hebt Richard Müller den Satz aus und fügt als Zeilenabstand wiederum die Regletten ein. Die Hohlstege füllen den freien Raum, der Umbruch entsteht. Zur fertigen Seite fehlt nur noch eines, der tote Kolumnentitel, also die Seitenzahl. Die Seite ist fertig umbrochen. Richard Müller muss sie nun noch fixieren. Zum Ausbinden benutzt er die Kolumnenschnur. Auch beim Ausbinden gibt es feste Regeln. Die Schnurreihen sollen nebeneinander liegen. Der Setzer muss das Schnurende von oben nach unten unter den Reihen hindurchführen. Auch sollte das Ende der Schleife nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Die ausgebundene Kolumne liegt auf dem Setzschiff. Richard Müller schiebt sie auf das Fundament, also den Tisch der Presse. Da er zunächst nur einen Korrekturabzug druckt, fixiert er die Kolumne provisorisch mit Magneten. Es gibt nur noch wenige Firmen, die spezielle Buchdruckfarben auch in Kleingebinden herstellen und anbieten. Wichtig für jeden Druck ist die gleichmäßige Verteilung der Farbe auf den Walzen. Hier geschieht dies noch, wie sollte es anders sein, per Hand. Mit dem Klopfholz beseitigt Richard Müller eventuelle Unebenheiten in der Kolumne. Dann färbt er ein. Das Drucken kann beginnen. Für die Filmdokumentation hat sich der Druckfehlerteufel eingeschlichen und demonstriert drei mögliche Fehlgriffe. Ein Buchstabe auf dem Kopf, also ein Fliegenkopf, ein Dreher beim Rheinland und die ähnlichen Buchstaben I und L. Richard Müller reinigt die Kolumne und korrigiert die Setzfehler.
Die korrigierte Kolumne wird noch einmal geglättet und eingefärbt. Nach erneuter Kontrolle des Korrekturabzuges kann Richard Müller mit der Serienproduktion beginnen. Ein Begriff, den hochtechnisierte Druckereien nur belächeln. Dem Handsetzer kann dies egal sein. Er lebe so lala davon, aber sehr gut damit. Orts- und Szenenwechsel. Da Richard Müller in seiner Werkstatt nur über einfache Buchbindemöglichkeiten verfügt, arbeitet er bei Bedarf mit dem Verlag Landpresse in Weilerswist südlich von Köln zusammen. Sabine und Ralf Liebe betreiben hier quasi ein Kontrastprogramm zum Handsatz. Eines der Prunkstücke im Maschinenpark der Liebes ist die Fadenheftmaschine der Firma Martini aus dem Jahre 1937. Sie funktioniert ähnlich wie eine Nähmaschine. Am Ende jedes Buchblockes wird ein Trennholz eingelegt. Der Maschinenmotor läuft unterdessen kontinuierlich weiter. Die Bremse löst sich, sobald man das Trittbrett betätigt. Nadeln stechen die Löcher von unten vor. Der von oben durchgeführte Faden wird von Hakennadeln wieder mitgenommen. Eine einfache und doch so komplizierte Technik. Ralf Liebe, Jahrgang 1965, arbeitet mit einer faszinierenden Mischung aus modernem Gerät und Maschinen aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Zurzeit entsteht hier ein posthumer Gedichtband von Wilma Sturm. Vorne, wo ist das? Mit Bildern von Werner Steinbrecher. Herausgeberin ist Christiane Sturm, die Tochter der Autorin. Sabine Liebe ist gelernte Hotelfachfrau und hat sich im Laufe der Jahre Kenntnisse im Druckwesen angeeignet. Sie montiert gerade die Textseiten für den Gedichtband. Das Wichtige beim Montieren ist, worauf es ankommt, ist natürlich, dass alle Texte gleich auf den Seiten stehen haben. Das heißt, man muss sich zuerst einen Satzspiegel bauen. Dazu nimmt man sich halt einen Bogen Papier, malt sich auf, wie der Satzspiegel auf der Seite aussehen soll. Und damit hat man natürlich dann auch die Gewissheit, dass das auf allen Seiten gleich ist und halt nicht tanzt. Im Keller steht ein Belichtungsautomat, in dem der Text fotomechanisch von den Folien auf eine Druckplatte übertragen wird. Eines der Bilder von Werner Steinbrecher im Original. Für den Vierfarbendruck ist eine sogenannte Separation notwendig. Man braucht für Farbvorlagen, braucht man im Prinzip für jede Farbe einen Film. Man hat also für jede Farbe einen Farbauszug. Das heißt, man hat also vier für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Also die drei Grundfarben und Schwarz für Tiefe. So, und man hat für jeden dieser vier Farben halt einen Farbauszug und muss die natürlich passgenau aufeinander bekommen. Man hat dazu natürlich verschiedene Hilfsmittel, die einem das Arbeiten dann erleichtern. Man hat Montagefolien, die gelocht sind und kann da mit Hilfe von Stiften die ganz genau übereinander fixieren, dass sie auch nicht verrutschen. Man hat halt einen Fadenzähler, wo man dann halt auch an den Passkreuzen genau sehen kann. Da sind halt auch Passkreuze dann üblicherweise drauf, wo man dann genau sehen kann, dass sie auch übereinander stehen. Sonst würde der Drucker nachher fluchen, weil er es nicht passgenau hinkriegt. Thank you.
In der Zwischenzeit ist die Druckplatte belichtet. Ralf Liebe nimmt sie heraus und entwickelt sie per Hand. Wie fand er eigentlich zum Buchdruck? Abitur. Danach habe ich Zivildienst gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung zum Drucker angefangen. Die Ausbildung habe ich nach 18 Monaten abgebrochen. Habe mich dann quasi weiter selber ausgebildet, indem ich bei, ich glaube, 14 Dienstherren kurzfristig als Drucker oder irgendwo in der Papierweiterverarbeitung gearbeitet habe. Dann habe ich, ich glaube, 1991 eine externe Gehilfenprüfung gemacht und bin mit relativ langen Umwegen dann zu dem Drucker geworden, der ich irgendwann mal werden wollte. Und zu seiner Sammelleidenschaft? Das waren mehrere Schritte. Angefangen hat das Ganze während der Schulzeit, als ich angefangen habe, Schülerzeitungen zu drucken und dann irgendwann mal zu der ersten Offset-Druckmaschine gekommen bin. Dann war für mich eigentlich klar, okay, ich mache Abitur, weil mir nichts Besseres einfiel, aber ich wollte schon so in dem Bereich Drucker werden, was also auch ein sehr bewusster Entschluss war, weil ich bedauere, dass ich nicht sonderlich kreativ tätig bin, also weder schreibe noch Musik mache noch sonst irgendwas. Und kam dann auf die Idee, dass das Verfahren, wenigstens künstlerisch reproduktiv tätig zu werden, das mir am ehesten nahe kommt, dann eben Drucker ist, das Reproduzieren von Literatur und gegebenenfalls auch bildender Kunst. Nach Angaben des Herstellers weltweit eine der letzten noch funktionstüchtigen Maschinen, die MAN Roland Junior, deren Alter sich nicht genau bestimmen lässt. Das lässt sich nicht ganz genau rekonstruieren. Sie ist allerdings nur insgesamt 5 oder 6 Jahre gebaut worden, in einer Stückzahl von 200 Stück. Sie gehört zu den ersten der Baureihe. Das heißt, sie wird entweder noch 1949 oder halt 1950 hergestellt worden sein. Zur Besonderheit dieser Maschine. Das ist mit die erste Offset-Druckmaschine war, die in Deutschland überhaupt zum Einsatz gekommen ist. In den 40er, 50er und auch noch weit in den 60er Jahren war eigentlich das gängige Verfahren, um Druckaufträge zu erledigen, in Deutschland noch der Buchdruck. Erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begann der große Siegeszug des Offset-Drucks. Und die Firma MAN Roland waren eigentlich die ersten, die dieses in Amerika häufiger gebräuchliche Verfahren dann in Deutschland auch mit Druckmaschinen oder mit eigenen Druckmaschinen versucht haben zu verbreiten. Besondere Sorgfalt verwendet Ralf Liebe auf die gleichmäßige Fixierung der Druckplatte. Nur dann ist ein gutes Druckergebnis gewährleistet. Mit seinen Druckerzeugnissen hat sich der Verlag Landpresse, ebenso wie Richard Müller von der Edition Fundamental, spezialisiert. Der Hauptschwerpunkt des Verlages lag bisher im Bereich Lyrik, haben allerdings mit gleicher oder ähnlicher Priorität noch andere Projekte, die allerdings einfach in der Quantität der erschienenen Titel deutlich zurückstehen. Das eine sind halt Comics, die im Siebdruck erstellt werden. Und das zweite sind dann eben auch noch ganz normale Prosawerke mit mittlerweile bis zu 320 Seiten. Vom Computer über Seitenmontage, Belichtung und Druckplatte. Die fertigen Textseiten mit den beiden Gedichten.
Ein letzter prüfender Blick. Der Druck ist gelungen. Für den Vierfarbendruck der Bilder benutzt Ralf Liebe die Rota Print. Nacheinander werden hier im Offset-Verfahren Blau, Gelb, Rot und Schwarz übereinander gedruckt. Also alle Offset-Druckmaschinen funktionieren nach dem gleichen Prinzip und sind von der Idee, die dahinter steht, eigentlich auch ein relativ altes Verfahren, nämlich das der Lithografie. Das heißt also, sowohl die Lithografie wie auch der Offset-Druck funktionieren nach dem Prinzip Wasser verdrängt Öl. Ist damit auch das einzige Druckverfahren, wo man ein sehr plastisches Bild des späteren Drucks hat, das allerdings der eigentliche Druck weder erhaben ist wie beim Buchdruck, noch versenkt wie beim Tiefdruck bzw. Der Siebdruck, der als Durchdruckverfahren gilt, sondern es funktioniert ausschließlich nach dem physikalischen Prinzip, dass Wasser Öl verdrängt. Und das ist bei den alten Lithosteinen genauso wie bei hochmodernen Offset-Druckmaschinen. Die Schneidemaschine bringt die einzelnen Bögen auf das endgültige Buchformat. Für die Gestaltung des Gedichtbandes von Wilma Sturm haben sich die Liebes etwas Besonderes einfallen lassen. Die reproduzierten Bilder werden gefalzt und später ausklappbar eingeheftet. Hier die Falzmaschine der Firma Stahl aus dem Jahre 1969. Der Frankenthal-Stoppzylinder ist eine Buchdruckpresse, eine rotative Buchdruckpresse, die fast DIN A2 drucken kann im Format, wo ganz streng und uralt nach Gutenberg eben der erhabene Teil der Druckform druckt. Mit dieser Maschine also wird der Umschlag zu dem Gedichtband gedruckt. Bevor das Buch in Produktion geht, fertigen die Liebes einen Dummy an, ein Vorab-Exemplar. Damit prüfen sie die richtige Seitenzusammenstellung und die äußere Aufmachung, also die Umschlaggestaltung mit Grafik, aber auch die optische Wirkung der Fadenbindung. Fühlen sich die Liebes eigentlich als Gutenbergs Enkel? Nein. Ich habe zwar hier angefangen mit dem Buchdruck, also das ist das, was ich hier im Prinzip angefangen habe zu lernen. Ich komme ja gar nicht aus dem Bereich Druck oder Druckvorlagenherstellung, sondern ich habe eine ganz andere Ausbildung gemacht. Und das ist das, womit ich hier angefangen habe, was ich auch unheimlich faszinierend fand und auch immer noch finde. Nur bedingt, weil einerseits ist es schon so, dass ich sehr gerne im Buchdruck arbeite und damit die ursprüngliche Idee Gutenbergs, die ja nicht das Drucken war, sondern das Drucken mit beweglichen Bleilettern immer noch gerne wieder aufnehme. Andererseits allerdings schon den Anspruch habe, irgendwo auch noch bezahlbar produzieren zu können, auch größere Titel produzieren zu können. Und das ist mit Gutenbergs Möglichkeiten oder mit Gutenbergs Erfindungen eigentlich nicht mehr möglich, weshalb ich auf Sachen wie Computer bzw. auch etwas modernere Offset-Druckmaschinen gerne zurückgreife. Was also ist übrig geblieben von Gutenberg? Und gibt es sie überhaupt, seine Enkel? Nur noch wenige pflegen den herkömmlichen Handsatz mit beweglichen Lettern. Viele sind bereits auf Computer umgestiegen. Wieder andere wandern zwischen den Welten und arbeiten mit technischen Denkmälern. Vielleicht greift aber auch die Bezeichnung Enkel zu kurz. Gerade das Druckgewerbe hat eine rasante Entwicklung durchgemacht.
So bleibt es Verlagen wie Landpresse und Edition Fundamental vorbehalten, Gutenberg und seine handwerkliche Kunst unter immer wieder veränderten Bedingungen in Nischen zu erhalten. Dass sie dabei überleben können, mutet wie ein kleines, nicht alltägliches Wunder an. Die Journalistin und Schriftstellerin Wilma Sturm starb im Februar 1995. Die Schauspielerin Christiane Sturm liest ein kurzes Gedicht ihrer verstorbenen Mutter. Die Reste des Lebens zusammenkratzen, ein Schüsselchen damit füllen, es den Hungrigen anbieten, die keine Feinschmecker sind, die auch Brocken und Krumeln löffeln und freundlich so tun, als würden sie satt.